Meine Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, heute reden wir über Menschen, über die viel zu oft geschwiegen wird. Es geht um eine Bevölkerungsgruppe, die so sehr gedemütigt und von gesellschaftlichen Schönheitsnormen gebrochen wird, wie keine zweite. Heute geht es im ZDF-Magazin Royal um Männer mit Glatze. They exist. Erblich bedingter Haarausfall ist unser Thema heute in der Sendung. Auf Äußerlichkeiten reduziert werden, das kennen Frauen ja gar nicht. Männer sind betroffen. Entsprechend groß sind Leidensdruck und Scham bei Männern. Das dünner werdende Haar, die Glatze, klar. Männer verdrängen, wollen nicht drüber reden. Aber ich mache das heute, obwohl das null mit mir zu tun hat. Na klar, ich bin empathisch. Ich kann mich natürlich reinfühlen in die Betroffenen. Wenn ich mich mittwochs mit meinen Jungs zum Bouldern in der Klettermanufaktur treffe, da sehe ich da auf den Köpfen von diesen ganzen Ü30-Alpha-Männchen die wildesten Glatzenverdeckungsmittel. Cappies, Bienen, Beanies. Cappies, Bienen, Beanies aus Bienen, experimentelle Kempfrisuren. Man riecht die Verzweiflung, trotz des beißenden Geruchs von isotonischen Getränken und Männerscheiß. Haarausfall bei Männern ist eine Belastung. Die Glatze, vor allem für das Umfeld. Und da bin ich dann eben doch betroffen. Schauen Sie mal hier, die gequälten Gesichtsausdrücke von mir, wenn ich neben meinem vom Haarausfall betroffenen Freunden stehe. Schauen Sie mal hier, ist das nicht... Ich leide mit, man sieht es doch in meinem Gesicht. Mir tut es weh, Männer innerlich wegen ihres äußeren Leiden zu sehen. Ich meine, es ist ja auch nicht ihre Schuld, dass ihre Haarfollikel absolute Komplettversager sind. Es geht bei uns heute im ZDF-Magazin Royal um erblich bedingten Haarausfall bei Männern. Nicht um die Krankheitsglatze oder die Nebenwirkungsglatze. Es geht auch nicht um die politische Glatze oder um die erotische Glatze. Hier, das ist der deutsche Jason Statham. Schon gar nicht geht's um Glatzen, die Männer nur deswegen haben, weil sie Andrea Kiewel beeindrucken wollen. Wer traut sich Glatze? Oh Gott. Wer sind Sie? Mein Name ist John Paul Freeman. Guck doch mal! Eine Sekunde. Moment. Mega! Ja, mega, John Paul Freeman. Aber die Fernsehgartenglatze ist zum Glück ein Schicksal, das nur sehr, sehr, sehr wenige Männer in Deutschland ereilt. Anders als die erblich bedingte Normalglatze. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann in seinem Leben mindestens eine Halbglatze bekommt, ist hoch. 30% der weißen Männer sind bereits mit 30 Jahren betroffen, mit 50 Jahren ist es schon die Hälfte. Und mit 70 Jahren hat nur noch jeder fünfte Mann keinerlei Anzeichen von Haarausfall. Im Alter sind Glatzen normal, so wie lange Nasenhaare oder Ohrenhaare oder Rückenhaare. Heureka! Ich habe eine Eingebung! Kann es sein, dass Männer ihre Haare gar nicht verlieren, sondern die einfach nur woanders wachsen? Erblich bedingter Haarausfall kennt keine Klassenunterschiede, hat keine politische Präferenz. Er ist, wie der Tod, letztlich ein großer Gleichmacher. Die Glatze kann alle Männer treffen. Wer wird Millionär? Jeder! Und damit kommen wir zur 1000-Haar-Frage. Wie heißt diese Glatze? Ist es A, Bildjournalist Rainer Wendt? Oder B, der Matthias Russ der deutschen Satire Martin Sonneborn? Oder C, Soho-Haus-Kröte Frank Rosin? Oder ist es D, McDonalds-Markenbotschafter Alfons Schubeck? Schauen Sie sich das mal an. Was meinen Sie? Bitte einloggen. Aha, Sie loggen Alfons Schubeck ein. Und das ist? Na klar, das ist richtig! Das ist die Ein-Sterne-Glatze von Alfons Schubeck. 1000 Haare. Aber kommen wir zur 32.000-Haare-Frage. Wessen Glatze ist das? Ist es A, Community-Manager Jumbo Schreiner? B, Wladimir Putin, der russische Martin Sonneborn? Ist es C, Arbeitgeberchef Steffen Kampeter? Oder ist es D, Sloth von den Goonies? Was glauben Sie? Bitte berühren Sie jetzt mit Ihrer Glatze den Bildschirm bei der richtigen Lösung. Danke, ja. Sloth ist eingeloggt und richtig, das ist Sloth, der liebe Freund von den Goonies. Die Älteren erinnern sich. Und jetzt, aber jetzt kommen wir zur 1-Million-Haar-Frage. Welchem berühmten Popliteraten gehört diese Glatze? Ist es A, Christian Kracht, B, Joachim Bessing, C, Benjamin von Stuckrad-Barre oder D, Alexander von Schönburg? Die richtige Antwort lautet natürlich E, Stefan Aust. Verstehen Sie, was ich sagen will? Also ist klar, was ich sagen will auf jeden Fall.
Was ich sagen will, erblich bedingter Haarausfall kann jeden Mann treffen. Gegendarstellung. In der Sendung ZDF Magazin Royal vom 31.03.2023 wurde behauptet, die soeben gezeigte Glatze sei meine Glatze. Dies ist nicht der Fall. Tatsächlich handelt es sich bei der eingeblendeten Glatze lediglich um die Glatze eines meiner Mitarbeiter. Marbella, den 31.03.2023. Gezeichnet Stefan Aust. Anmerkung der Redaktion, Herr Aust hat recht. Auf mündigen Männerköpfen herrscht die Freiheit des Haares. Trotzdem neigen selbst ausgewiesene Erfolgstypen wegen ihrer immer dünner werdenden Fusselhaare zu Komplexen und werden empfänglich für Glatzen-Clickbait. Männer, die jeden Tag Softdrinks trinken, riskieren eine Glatze. Cool aussehen mit Glatze. So geht es. Aufatmen bei kahlen Männern. Glatzköpfe wirken attraktiver. Man kann es kaum glauben, aber Männer, die nicht mit ihrem dünnen Haar im Reinen sind, lesen sowas super gerne. Denn insgeheim leiden sie ziemlich an ihrem dritten Knie, der einsamen Insel, an ihrem Hubschrauberlandeplatz und vor allem an den dummen Sprüchen von Männern mit vollem Haar. Und Glatze ist ja irgendwie auch scheiße. Man kann nie mit seinem geilen Man-Bun angeben. Ist sie erst einmal da, sorgt die Glatze für Stress. Und Stress sorgt für weiteren Haarausfall. Männer, die im Begriff sind, kahl zu werden, fühlen sich im Schnitt weniger attraktiv und weniger liebenswert. Fühlen. Ich sag zu meinen Jungs immer, ey Holger, yo Chrissy, was für Gefühle, wieso fühlen? Es geht doch um Haare. Ihr seid doch sonst nicht so. Für unsere Jungstour mit dem Bulli zum Kiten nach St. Peter brauchen wir keinen Drei-Wetter-Taff. Guckt euch Olaf Scholz an. Der sah früher aus wie ein Trottel aus dem Marx-Lesekreis mit einem Dyson Airwrap zu Hause. Und heute sieht er aus wie ein stolzer, aktiver, erfolgreicher, gewissenhafter, mächtiger und integrer Sidekick von Christian Lindner. Entschuldigung. Ja, Gesundheit. Wegen Haarausfall musste noch niemand vom Untersuchungsausschuss aussagen. Was der diese Woche geleistet hat, trotz keiner Haare, Tag und Nacht Robert und Christian auseinanderhalten. Auseinander! Ey, dem Olaf Scholz, den würde ich wahnsinnig gerne mal am Kabinettstisch einen dicken Schmatz auf die Glatze. Hammerurteil in Großbritannien. Glatze zu sagen ist sexuelle Belästigung. Wie bitte? Aber Hammer darf man doch noch sagen, oder wie? H-A-Doppel-M-E-R, Hammer, yeah. Aber wir haben erst überlegt, ob wir den Witz rausnehmen sollen. Hätten wir besser mal gemacht. Ey, aber ein britisches Gericht unter Vorsitz dieses Richters fällte letztes Jahr tatsächlich das Urteil. Glatze sagen ist Sexismus. Ich bin kein Jurist, aber kann es sein, dass der Richter befangen war? Was stand denn in der Urteilsbegründung? Die Bemerkung über die Glatze eines Mannes am Arbeitsplatz sei gleichbedeutend mit der Bemerkung über die Größe der Brüste einer Frau, legt das Urteil nahe. Schrödingers Glatze. Einerseits haben Männer mit Glatze Angst vor dem Verlust ihrer Männlichkeit. Andererseits fühlen sie sich zu sehr auf ihre Männlichkeit reduziert, wenn man Glatze ruft, wenn sie ins Büro kommen. Männer mit Glatze sind Deutschlands unterdrückteste Minderheit. Weiß sogar Berlins bekanntester DJ für Ü30-Partys. Dann hat sie irgendwann gesagt, du, komisch, ne? der Lars, der hat hier hinten auch keine Haare mehr. Ja? Und ich fand es nur interessant, so hinsichtlich der ganzen Feminismus-Debatte, ja, die ich natürlich völlig, ne, ihr wisst, legitim finde, habe ich mir umgekehrt überlegt, wenn ich auf der Bühne stehen würde mit Anne Kim Sava und würde sagen, guck mal hier, die hat doch die gleichen Hängetitten wie du, dann würde keiner lachen. Kluger Vergleich, Lars, kluger Vergleich. Mach gerne gedanklich in der Richtung weiter. Er hat so recht, überall hängen diese Regenbogenflaggen, aber welche Farbe repräsentiert denn bitte schön die Minderheit Männer mit Haarausfall? Männer ohne Haare gehören doch zu unserer Gesellschaft. Wo ist deren Parade? Wo ist der Glatzen Pride Month? Sogar Ärsche werden geliebt, geküsst und besungen. Glatzen werden in der Musik systematisch unsichtbar gemacht. Das macht mich so müde. Und deswegen werde ich das jetzt ändern. Matze macht Cis, Gis, Dis, Fis, Go. Hit me los. Es gibt heilige Glatzen und nicht so eilige Glatzen. Es gibt, wir sind bitte immer noch in Deutschland Glatzen. Glatzen, die Nachrichtendienste sehr blamieren. Glatzen, die international triumphieren. Es gibt bleiche Glatzen, sehr, sehr reiche Glatzen. Es gibt, ich bin nicht nur auf der Bühne ein Arschglatzen. Manche Glatzen kennen vom Gesetz der Schwerkraft den Beweis. Manche kriegen den deutschen Comedy-Preis. Es gibt schuldige Glatzen, zu huldigende Glatzen. Es gibt völlig unerklärlich unentbehrliche Glatzen. Alte Glatzen, die aus Eitelkeit gern klagen. Wobei von denen manche nicht mal Glatze tragen. Es gibt labernde Glatzen, sehr wohlhabende Glatzen. Es gibt Parma make you sexy Mützen tragende Glatzen. Manche hat der liebe Gott zum Staatsoberhaupt auserkoren. Manche sehen einfach nur aus wie ein Arsch mit Ohren.
Also Vorsicht! Nicht alle Männer mit Glatze über einen Kamm scheren. Männer mit Glatze, das ist ein bunter Haufen. Männer mit Glatze sind nicht alle gleich. Blauglatze, Halbglatze, Geheimratsecken, Engelskranz, da ist für jeden was dabei. Männer könnten lernen, mit dem Schicksal Glatze klarzukommen. Schließlich können Männer irgendwie damit klarkommen, dass die Bundesliga live bei Sky und bei DAZN läuft. Rausreden geht sowieso nicht. Nicht mal das mit dem zu viel Testosteron stimmt. Kahlheit wird nicht, wie allgemein angenommen, durch einen Überschuss an Testosteron verursacht. Sie wird durch eine Empfindlichkeit gegenüber Testosteron verursacht. Ein Enzym wandelt Testosteron in eine Substanz namens Dihydrotestosteron um, was dann dazu führt, dass der Follikel schrumpft und ausfällt. Männer mit Glatze sind also einfach zu weich für Testosteron. Sie sind praktisch allergisch gegen ihre eigene Männlichkeit. Und außerdem... Oft ist Haarausfall schlicht genetisch bedingt. Haben Männer mit Glatze schwache Gene und sind darum komplex beladen und hypersensibel. Halt doch die verdammte Fresse! Ist typisch Glatze. Erblich bedingter Haarausfall und dann noch Bratschist. Das ist wie wenn der Blitz zweimal in denselben Baum schlägt. Seit Jahrtausenden stehen Männer mit dünnen Haaren nicht zu ihren dünnen Haaren. Julius Cäsar versteckte seine Feldherrenecken unter einem Lorbeerkranz. Goethe trug Riesenhüte. Heute ziehen sich Männer Secondhand-Kinder-T-Shirts über die Platte, wie Corbinian von Vox Club. Corbinian, der Erfinder des nach ihm benannten Beanie. Und es geht noch besser. Bis heute ungeschlagen, die Anti-Glatzen-Methode von ihm hier. Fortuna Düsseldorf-Legende Egon Köhnen. Ja, wie sch... Wie schädlich sind Kopfbälle für die Frisur? Mehr dazu nach der Werbung. Fettige Kopfhaut, fettiges Haar, Kopfjucken, Haarausfall. Hier hilft IBC in Forte. Kein fettiges Haar, keine Schuppen, kein Haarausfall. Gegen Schuppen, Kopfjucken, fettiges Haar, Haarausfall. Stoppt Haarausfall, fördert kräftiges Haar. Prost auf unser edelstes Gewächs. Des einen Glatze ist des anderen Glück. Mit dem eingefallenen Selbstbewusstsein von Männern mit Haarausfall können Scharlatane eine Menge Geld verdienen. Wobei, Scharlatane kann man so nicht sagen, denn die Alpecin-Forschung hat in zahlreichen Studien und Labortests wissenschaftlich bewiesen, erst stirbt der Haarfollikel, dann die Hoffnung. Und das ist gut fürs Geschäft der Glatzenfischer. Alpecin legt in Deutschland um über 5% zu. International gewinnt das Koffeinshampoo aus Bielefeld sogar 27%. Der kumulierte Umsatz beläuft sich somit auf 93,4 Millionen Euro. Alpecin ist Doping und zwar zuallererst fürs Alpecin-Firmenkonto. Schon 1937 ist Alpecin gegen Glatzen vorgegangen. Zu einer Zeit, als sich das in Deutschland keiner getraut hat. Mit dieser seriösen Werbung, ich lese mal das Originaltext vor. Eine kluge Frau sorgt nicht nur bei ihrem Mann, sondern rechtzeitig auch bei den Kindern für eine regelmäßige Haarpflege. 1937 sollte die deutsche Mutter das deutsche Kind prophylaktisch mit Alpecin einreiben. Wird von Jugend auf das siebenfach wirksame Alpecin angewandt, dann ist auch in späteren Jahren keine Glatzenbildung zu befürchten. Und dann müssen sich die Kinder dann später beim sommerlichen Planschen am großdeutschen Pazifikstrand nicht für zu dünnes Haar schämen. Das war die echte Alpecin-Formel von 1937. Siebenfach wirksam mit Alkohol, Chinin, Menthol und Teer. Alkohol, Chinin, Menthol und Teer. Alkohol und Chinin, das ist im Grunde genommen Gin Tonic. Und Menthol und Teer ist eine Mentholzigarette. Mit Alpecin hatte man schon 1937 eine 2020er Comedy-Preis-Aftershow-Party auf dem Kopf gegen Haarausfall. Dann wurde, keine Ahnung, der Teer zum Bau von Autobahnen gebraucht und der Alkohol zum Anstoßen auf den Endsieg. Also musste Alpecin im Kampf gegen die Glatze ein bisschen umschwenken. Ab morgen jeden Morgen Alpecin. Koffein-Shampoo und Liquid. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Alkohol, Teer, Chinin und Menthol, das war dann irgendwie doch nichts. Aber Koffein wirkt, also wirklich, irgendwie, beweisen Studien, die Alpecin selbst mitfinanziert hat. Auch Haare hat Koffein schon zum Wachsen angeregt, zumindest in Laborversuchen. Als Beweis für die Wirksamkeit von Koffeintinkturen und Shampoos genügt das allerdings nicht. Im Labor lag die Kopfhaut 5 Tage in der Koffeinmischung. Man muss einfach nur seine Kopfhaut abziehen und 5 Tage lang eine Petrischale mit Koffein legen. Und schon darf man den Ehrentitel Kelly in seinen Personalausweis eintragen lassen. Mit der Angst vor einer Bowlingkugel auf dem Hals
kann man Männer zu allem Möglichen bringen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber die Würde des Mannes mit Glatze ist wie eine Avocado im Supermarkt. Die wird von jedem immer angefasst. Und die größte Bedrohung der Würde von Männern mit Glatze sind Männer mit Glatze selbst. Guck, was es nicht alles gibt. Hier, guck mal, zum Tätowierer und sich fucking Striche auf die Glatze tätowieren lassen. Alter, Mann! Mann! Alter, warum tätowierst du dir Striche auf den Kopf, Mann? Nicht mal mit echten Haaren ist man als Mann der, der man glaubt zu sein. Männer ab 30 in all ihrer Unsicherheit sind, egal wie sie auf dem Kopf aussehen, immer eine aufgemalte Fiktion, die Substanz vorgaukelt. 36. Als ich in ihrem Alter war, sah meine Frisur so ähnlich aus wie, wie ihre jetzt. Ne? Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht so lassen. Muss ich eingreifen. Christian Lindner hat sich Haare transplantieren lassen. Darüber spricht er ganz offen und am liebsten ungefragt. Denn Christian Lindner ist technologieoffen. Und darum hat die unsichtbare Hand des Marktes an seinem Schädel ein bisschen rumgearbeitet. Beziehungsweise die Hand dieses Mannes hier, Dr. Malte Willno, Haararzt aus Düsseldorf. Woher wir wissen, dass er Christian Lindner behandelt hat, das war wirklich nicht leicht rauszufinden. Schauen Sie mal dieses Imagevideo von der Website von Dr. Malte Willno an. Vielleicht entdecken Sie einen Indiz. Wir haben eigentlich die Maxime, dass ich jeden Patienten selbst berate. Weil er muss wissen, kann er mir vertrauen und ich muss sehen, kann ich es überhaupt machen. Dem erfolgreichen Mann Malte Willno steht es auf der Stirn geschrieben. Nur wer als Mann volles Haar hat, ist ein erfolgreicher Mann. Christian Lindner sah früher aus wie so ein stinknormaler Subreddit-Moderator, der in jedem zweiten Post andere auf die Community-Richtlinie hinweist. Erst Haararzt Dr. Malte Willno hat Christian Lindner zu dem gemacht, was er heute ist. Ein selbstsicherer Mensch, der mit Haut und Haaren für Wachstum steht. Männer, die was werden wollen, legen sich lieber unters Messer, als zufrieden zu sein mit dem, was sie sind. Lächerliche Typen. Lächerliche Typen, die wegen etwas, das fast jedem Mann früher oder später passiert, Geld ausgeben für sowas hier. Vom Hinterkopf werden die Transplantate gewonnen. Man hat die dann. Und dann wird dort, wo die Haare hin sollen, werden kleine Schlitzlöcher gemacht mit so einer feinen Nadel. Und die Transplantate, die man gewonnen hat, werden einzeln mit einer feinen Pinzette mühsam eingesetzt. Ist eine Puzzlearbeit, aber wunderschön. Ein wunderschöner Puzzlespaß für alle Puzzlefreunde von 6 bis 99. Vor lauter Glatzenangst lassen sich Männer genauso selbstverständlich Hinterkopfhaare nach vorne puzzeln, wie sie, keine Ahnung, am Webergrill mit Smokerfunktion über das perfekte Tomahawk-Steak fachsimpeln. Das medizinische Schwartenhaarpuzzle redet sich der moderne Mann ein. Das ist genauso ganz normal wie ein E-Fuel-betriebener Sport-SUV als Drittwagen oder ein Jochen Schweizer Erlebniswochenende. Ganz normal. Du bist, was du erlebst. Schenke ein außergewöhnliches Abenteuer mit Jochen Schweizer. Erlebnisse 3 Jahre gültig und umtauschbar. Deine Erlebnisse sind 3 Jahre gültig und umtauschbar. Lassen wir uns diesen Satz mal gemeinsam auf der Kopfhaut zergehen. Deine Erlebnisse sind 3 Jahre gültig und umtauschbar. Aber ich schweife ab. Kein Wunder bei meinem Haar. Was früher der Druckbleistift und das Autotelefon waren, ist heute die Haartransplantation. Implantiertes Statussymbol für High-Performer. Marktchancen-Optimierungsbionik. Peinliche Eitelkeit muss einem nicht mehr peinlich sein. Wer was darstellen will, bezahlt einfach ein bisschen was. Je nach Anzahl der transplantierten Haare kostet der Eingriff zwischen 2.000 und 8.000 Euro. Der gesellschaftliche Status eines Mannes wird auf dem Kopf entschieden. Glaubt zumindest der Mann. Für Männer ist es einfacher, offen über ihre Haartransplantation zu sprechen, als einfach so zu sein, wie sie sind. Darum, einsteigen, Jungs. Auf geht's in die Türkei. In den billigen Follikel-Transplantationsurlaub. Zusammen. Hier, echte Bilder aus dem Glatzenflieger, aus der Türkei, Rückweg. Eine ehemalige Glatze neben der nächsten. Nie wieder Alpezin. Hinein in ein neues Leben. Wie würdevoll. Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, es ist noch ein weiter Weg für Männer mit Glatze. Aber ich glaube, eines Tages werden auch Sie, die Schwächsten der Schwachen unserer Gesellschaft, die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie wir normalen Männer. Und wer weiß, vielleicht wird eines fernen Tages ja sogar einmal ein Mann mit erblich bedingtem Haarausfall eine Fernsehshow im ZDF-Hauptprogramm moderieren. Zu wünschen wäre es. Gegendarstellung.
In der Sendung ZDF Magazin Royal vom 31.03.2023 wurde behauptet, ich hätte eine Gegendarstellung erwirkt. Dies ist nicht der Fall. Tatsächlich habe ich das ZDF Magazin Royal noch nie gesehen. Amstorf, den 31.03.2023. Gezeichnet Stefan Aust. Anmerkung der Redaktion: Herr Aust lügt.